1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Meine Stimme fällt auf. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel eine Stimmerkrankung haben. Dann möchte ich mit Leuten sprechen, die mit ihrer Stimme überhaupt nicht zufrieden sind, warum auch immer. Und ich möchte gerne auch mit Leuten sprechen, die mit ihrer Stimme sehr zufrieden sind, die vielleicht sogar großen Erfolg mit ihrer Stimme haben. Vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Synchronsprecher. Ich als alter Simpson-Fan würde sehr gerne mal mit Bart sprechen. Vielleicht hört uns ja zufällig Bart heute Nacht zu und greift zum Hörer. Oder vielleicht ruft auch der ein oder andere Stimmenimitator an und wir haben unseren Spaß dabei. Also, meine Stimme fällt auf, das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr gerne anrufen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht ist die Eva Birgit und die Eva Birgit ist 62 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Eva Birgit. Ja, ich habe mit Anfang 20 mich operieren lassen. Ja. Und da hat man mir meine Mandeln entfernt. Und dabei hat man meine Stimmbänder verletzt. Und seitdem werde ich am Telefon grundsätzlich nur noch als Herr Klawikowski angesehen. 99%. Also als Frau werde ich überhaupt nicht mehr erkannt. Am Telefon gar nicht. Das wäre es interessant gewesen, wenn du dich als Heinrich vorgestellt hättest. Ja. Ob ich gesagt hätte, na, bist du wirklich ein Mann oder bist du doch vielleicht eine Frau? Also deine Mitarbeiter waren alle überrascht. Doch, ich glaube, ich wäre da blöd durchgegangen. Ja. Ja. Das heißt, du kannst dich dann gar nicht mehr so richtig an deine weiblichere Stimme erinnern. Doch, ich habe die erste Stimme in unserem Chor gesungen früher und das war natürlich was, was mich sehr traurig gemacht hat. Ich bin sehr musikalisch und das geht ja gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt ein Ersatzangebot gekriegt. Ich war in der Fußgängerzone und da war eine Country-Band. Die wollten mich engagieren. Bloß ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich nicht mehr den Mut dazu. Also, mit 62 ist das ein bisschen schwer. Also wenn eine Frauenstimme etwas herber klingt, finde ich schon nicht schlecht. Also das hat auch so, das hat seine Erotik. Ja, ich habe ja dann auch aufgrund dessen meine Qual zur Beruf gemacht und habe auf einer Hotline gearbeitet. Ah, ja. Das ist natürlich sehr gut angekommen bei den Herren, ne? Ach, du hast auf einer Sex-Hotline gearbeitet? Ja, richtig. Ach so. Das ging auch ganz gut, würde ich sagen. Das war sehr positiv. Wie alt warst du da, als du da angefangen hast? Ja, das ist noch gar nicht so lange her, vor 5, 6 Jahren ungefähr. Ach, guck. Dann hast du in dem Alter diesen Job noch angefangen. Ja, klar, warum nicht? Ja, natürlich, ja, klar. Ja, denn ich bin jetzt Rentnerin und allzu glücklich bin ich nicht mit Geld gesegnet. Aber du hast dich dann schon doch als Frau gegeben, natürlich. Ja, natürlich. Ja, und das fanden die. Ich bin eine Waschechte. Davon gehe ich aus. Und die Jungs fanden das sexy. Ja, von der Stimme her war das alles okay, aber jetzt gibt's natürlich noch eine andere Geschichte. Und zwar, ich bin ja Single und suche auch immer noch. Ja. Aber ich hatte mich dann verabredet mit jemandem, der hatte mir ein Bild geschickt. Naja gut, und ich gehe dann zu dem verabredeten Punkt hin und siehe da, der Herr war nicht vom Bild her zu erkennen, also es war unmöglich. Naja, und dann habe ich ihn dann daraufhin angesprochen und dann meinte er dann ja derjenige, der sie auf meine Anzeige geschrieben hatte, der hat sich nicht getraut, er hat seinen Kumpel geschickt. Ach so. Und dem ist so der Unterkiefer runtergefallen, dass ich für eine tolle optische Frau bin, der hätte das nie gedacht. Ich sage, was hast du denn gedacht? Naja, so in etwa in die Richtung Ahne vom Kiez. Ach so. Ja, und wie ging es da weiter? Ja, hast du denn den Richtigen dann auch kennengelernt? Nein, ja, das habe ich abgelehnt. Das hast du abgelehnt. Da war ich denn sauer. Verstehe. Darf man denn überhaupt, wenn man auf so einer Sex-Hotline arbeitet, sich privat verabreden? Nein, das habe ich da natürlich nicht gemacht. Das war extra über eine Zeitung. Ach so. Nein, das war über einen Single-Club und das hatte nichts mit meinem Beruf zu tun. Dann warst du Ende 50, als du in diesen Beruf reingegangen bist, in diesen Job reingegangen bist. Ja, richtig. Ist dir das, was hast du früher beruflich gemacht? Ich bin bei der Post gewesen über also 20 Jahre. Also ganz solide. Bestellerin, ja. Ja. Ist dir das schwer gefallen, am Telefon plötzlich die Männer dann heiß zu machen? Nö, hat mir
Spaß gemacht. Ja, hat es wirklich Spaß gemacht? Ich bin ja noch nicht von allen Weltlichen ab. Nein, natürlich nicht, aber es kann ja auch sein, dass die eine oder andere Frau das nicht kann oder nicht mag oder. Nein, ich fand das schon in Ordnung. Das war absolut okay. Nur es war mir auf die Dauer zu anstrengend. Man musste doch ziemlich viel arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Und inzwischen habe ich das auch aufgehört. Ja. Nicht mehr. Hat es dir wirklich Spaß gemacht, dass du dich auch. Ehrlich, ja. Ja, klar. Auch im. Ich bin sehr offen und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Nein, ich meine jetzt im weitesten Sinne. Hat es dich auch selbst sexuell erregt, was du da gemacht hast? Nee, das nicht. Das war dann schon eher Job. Und das war ein echter Job, ja. Hast du das deinem Umfeld erzählt? Verwandten und Freunden? Ja, meine Kinder wussten das. Die wussten das. Aber sicher, wir sind, was Sexualität angeht, sind wir sehr offen. Da haben die Kinder wahrscheinlich gesagt, je Oller, je Dollar, ne? Ja, das sowieso. Die amüsieren sich alle darüber, ne? Aber warum soll ich denn damit Schluss machen? Macht doch Spaß. Sag mal, nochmal zurückzukommen auf die Operation damals. Das war, als das dann passiert war, war das doch sicher sehr schlimm für dich. Das war für mich ein Schock, ja. Und wie gesagt, ich wurde auch sehr verhöhnt da. Eben dadurch, dass ich so eine junge Frau war und dann mit so einer Stimme da, also das war ein Unding. Ne? Das heißt, du bist aus der Operation aufgewacht und hast versucht zu reden und plötzlich war die Stimme ganz tief. Ja, das war so. Das ist ein Schock. Ja, das ist ein Schock. Und ich habe den noch geraucht und dadurch war sie ja noch dunkler. Ne? Ja. Jetzt habe ich aufgehört zu rauchen und inzwischen geht es ja jetzt. Jetzt ist ja kein Problem mehr. Und das konnte man nicht irgendwann später rückgängig machen oder reparieren, dass da war da nichts kann man zu machen. Nichts dran ändern, nein. Ja. Hast du irgendwie ein Schmerzensgeld bekommen? Nee, das war damals nicht möglich. Das war ja in den 60er Jahren. Ja, da hat man damals nicht so. Da hätten sie dich ausgelacht. Das waren Götter in Weiß. Ja, natürlich. Da hatte gar keine Chance. Ja. Heute kann man das machen, aber damals war, ging das nicht. Ne? Da konnte man auch froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Dass genau, du zumindest sprechen konntest noch danach. Genau, so sieht das aus. Und nicht anders. Aber ich glaube, so wie ich dich jetzt kennenlerne während unseres Gesprächs, bist du damit dennoch gut durchs Leben gekommen. Ja, also danach. Also das wurde immer besser. Ich habe mich dann letzten Endes damit abgefunden. Das war überhaupt kein Problem mehr. Und heute lache ich drüber. Sollen sie mich doch nachmachen? Ich bin sowieso nicht. Also, schöne Geschichte. Und also schöne nicht, aber sie ist doch dann gut ausgegangen, so sagen wir es. Ja, Happy End und Sonnenschein. Du hast sogar noch ein bisschen Kohle damit verdient, was ja auch nicht schlecht ist. Richtig, genau. Und auch noch wieder vielleicht eine. Kann ich das auch noch mal wieder einmal sehen. Ja, und eine interessante Erfahrung gemacht, ne? Ja, da, natürlich. Ja. Na klar. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nein, ich bin Single. Bist Single. Also wie gesagt, sollte sich jemand interessieren, gerne. Gucken wir mal. Ja, ne? Das ist doch nicht schlecht. Eva Birgit, schön, dass du angerufen hast. Ja. Ich danke dir vielmals und wünsche alles Gute. Jürgen, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüssi. Jo, ihr Lieben, solltet ihr reingeschaltet haben. Unser Thema heißt, meine Stimme fällt auf. Und ich möchte folglich gerne mit Leuten reden, die mit ihrer Stimme entweder sehr zufrieden sind, die vielleicht sogar Geld mit ihrer Stimme verdienen, oder mit Leuten, die mit ihrer Stimme überhaupt nicht zufrieden sind. Und natürlich auch mit Leuten, die vielleicht eine sehr schwere Erkrankung haben und aufgrund dessen nicht richtig sprechen können und die Stimme nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. 0800 220 5050, unsere Nummer, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Reinhard. Reinhard ist 56. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Reinhard. Ja, auch zu dem Thema. Richtig. Ich habe mir Folgendes gedacht, ich bin ein bisschen so talentiert, Stimmen nachzumachen und Geräusche. Aha. Ich könnte dich also jetzt so begrüßen, ne? Hallo Domian, hallo Domian, hallo Domian, hallo Domian. Und so fängt das an. Und ich habe auch Stimmen, ich könnte beispielsweise Louis Armstrong singen, willst du mal hören? Ja bitte, kurze Kostprobe. Ja? Ja. I see trees of green, let the roses bloom, I see them bloom for me and you. Ja. And I sing to other Bee Gees, smile. An everlasting smile, the smile can bring you here to me. Oder ein Hund, kann. Oder es gibt ja auch einen Huhn, Domian, das sind verschiedene. Da gibt es auch mal den normalen Huhn. Ja. Die machen dann. Oder wenn du es dann wegjagen tust, geht es dann. Aber du spielst gerade kein Tomat ab, ne? Du spielst nicht gerade ein Tomat ab und drückst immer auf ein Knöpfchen. Ich bin ganz erstaunt, wie schnell du wechseln kannst. Na, das ist alles so ein bisschen talentiert. Und ich wollte ja noch den Hahn machen. Ja. Das ist ja jetzt noch ein LKW in der Nähe. Und der Hahn macht also so, moin. In gewisser Weise. Habe ich was ganz schwer ist, ein Solopart von Santana und Samba Batia. Das geht so, Elektro-Gitarre. Das klang jetzt eher so ein bisschen, der Hahn hat Husten. Aber. Ja.
oder ein Jodler. Hör mal. Kannst du auch... Formel 1. Ist das so ein Hobby von dir, dass... Ja, ich habe das mal entdeckt. Ich habe es dem Christopher schon gesagt, dem Jan. Ich war mal vor Jahren im Restaurant, gell? Mhm. Und da haben wir gegessen mit einem Haufen Leuten und da habe ich mal wie einen Hund gemacht. Ja. Und da kam der Besitzer und hat unheimlich geschimpft. Sag mal, ich könnte keine Hunde mit hier reinbringen, ist doch eine Speiselokale, der Hund muss raus. Sag ich, ja, wo ist denn der Hund hin? Komm her, Bello. Komm jetzt her, wo bist du denn? Und alle köstlich amüsiert, jeder hat den Hund gesucht, ne? Es war ja keiner da, bis er das gemerkt hat, das hat ein bisschen lang gedauert. Aber du machst das nur so für dich, du trittst nicht auf damit. Früher habe ich mal als Rennenhalter ein bisschen damit auch gemacht. Aber ich bin wirklich Amateur. Ja. Ich würde es gerne irgendwo machen, nicht jemand, vielleicht ist irgendwo ein Produzent, der sagt, nicht, machen wir was. Ne? Ja, aber ich glaube, die Konkurrenz ist auch groß. Das können doch relativ viele Leute. Ja, klar sind das viele. Ne? Kannst du Politiker nachmachen? Noch weniger. Nee, mache ich nicht. Nee, ich mache eigentlich nur das, was ich auch wirklich irgendwie kann. Ne? Ja. Und irgendwer hat mir als eine Stimme, irgendwo ist eine Stimme gegeben, da kannst du dich irgendwo reinfinden. Ne? Es gibt immer irgendjemand, der eine Stimme nachmachen kann. Ja, eigentlich, gell? Ja. Gibt es denn dennoch, wenn das auch nicht so ganz dein Ding ist, einen Prominenten, sei es aus dem Showgeschäft oder wie gesagt aus der Politik, wo du sagst, das liegt eigentlich nahe, dass man diese Person... Ja, ich könnte jetzt hier Roberto Blanco vielleicht. Hallo Roberto. Ja, hallo, hallo, grüß dich. Mich haben Sie beim Schwarzfahren, nämlich bei der Bundesbahn. Ja, als Schwarzfahrer bei der Bundesbahn. Ja. Ja, mit ein bisschen Fantasie kommt's hin, ja. Ja, man muss ein bisschen üben. Man muss sich das auch ziemlich oft reinziehen, ne? Ja. Aber du meinst, jetzt hätte ich mal Folgendes vor. Ja. Jetzt wollte ich gerne mal mit dir einen Rollentausch machen. Ist nichts Unanständiges, habe ich mir eben gerade mal überlegt. Ja, aber ich kann keine Stimmen nachmachen. Nee. Das war mal ganz normal. Ja, ich bin jetzt mal eine Frau, gell? Ja. Und ich bin aber eigentlich du, okay? Also, hallo, schön, dass du anrufst, ja. Also, dein Problem war ja nur sehr schwer und ich kann dich ja verstehen, das ist ein sehr großer Schmerz und ich würde sagen, wir werden dich im Hintergrund mal ein bisschen weiterhelfen, wir werden recherchieren und dann wird meine Psychologin Anja dir helfen, ja? Und du hast ja so viele Schmerzen, weil du ja eine Stunde lang deine Kopfhörer auf den Ohren hast und das tut auch weh, das tut verdammt weh. So, das weiß die Frau, das war nicht ich. Genau. Das war die Frau, ich verstehe. Genau, nur weil ich wollte von meinem Rollenspiel. Kannst du mich auch nachmachen? Ihr müsst dich ein bisschen, ja, nicht ganz intensiv hinhängen. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen, ja. Ja, dauert ein bisschen. Ja. Also, ein nettes Hobby, was du da so betreibst und wahrscheinlich werden viele Freunde und Leute in deinem Umfeld viel Spaß mit dir haben bei Veranstaltungen oder bei Feiern oder sowas. Und Domian, ich nutze natürlich jetzt die Gelegenheit, wenn ich jetzt gerade mal am Sender bin, ich komponiere auch und habe das Konzept für eine Oldie-Show und so, alles mit Moderation, alles fix und fertig. Vielleicht ist irgendwo ein Produzent oder irgendjemand, würde mich total freuen, wenn der mich vielleicht mal anhaut, ne? Okay. Wäre ganz lieb. Also, ein Mann, der Spaß an dem Nachahmen von Stimmen oder von Lauten hat, das war der Reinhard. Ja. Ich danke für deinen Anruf, wünsche alles Gute. Und viel Erfolg weiter. Deine Sendung ist super und ich höre sie auch schon ganz lange. Dankeschön. Weil ich immer um diese Zeit arbeite, ist das für mich kein Problem. Was arbeitest du? Ich bin bei der Post, die liefert Zeitungen aus. Ah, ja, verstehe. Von Dortmund nach Werl und Frankfurt zurück und so, gell? Verstehe. Bedanke mich herzlich. Lieber Reinhard, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Meine Stimme fällt auf. Das ist unser Thema heute. Und wenn ihr von euch sagt, meine Stimme fällt auf, dann und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Vielleicht fällt eure Stimme auf, weil ihr eine Erkrankung habt, eine Stimmerkrankung habt. Vielleicht fällt eure Stimme auf, weil sie ungewöhnlich ist und ihr damit entweder zufrieden seid oder nicht damit zufrieden seid. Wie auch immer. Also 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über das Telefon oder mailt domian@wdr.de. Claudia ist hier und Claudia ist 33 Jahre alt. Hallo Claudia. Ja, hi. Hi. Claudia, meine Stimme fällt auf. Deine fällt auf? Ja, ich habe auch ebenfalls Geld gemacht mit meiner Stimme. Lass mich raten. Rate? Ja, auch auf einer Sex-Hotline? Ja, so Sex-Flirtline, ne? Flirtline, ja. Mhm. Wie lange hast du es gemacht? Circa 6 Jahre insgesamt. Ah ja, das ist eine lange Zeit. Ja. Bist aber jetzt raus aus dem Beruf? Ja, zwischendurch hatte ich auch eine Pause, weil auf Dauer, man muss es machen. Ja. Weil ich hätte die 6 Jahre nicht durchziehen können. Weil man muss die Pause machen? Also ich für mich persönlich, ich muss das machen, weil es war... stressig. Es war immer Nachtschicht. Ja. In der Zeit, wenn mein Kind geschlafen hat, dann habe ich mich dann, wenn Kind Augen, Ohren zu hatte, habe ich mich dann ans Telefon geschwungen. Und das geht ja immer das kann man von der Wohnung aus machen, ne? Das kann man so schalten lassen. Man muss nicht irgendwo sitzen. Nee, und die Zeit, die konnte ich mir ja auch selber einteilen. Dann habe ich dann so lange gemacht, bis
der kurz zu deinem Kindergarten morgens musste oder halt zur Schule und dann habe ich mich dann hingelegt und habe geschlafen. Ach so, das heißt, du hast die ganze Nacht das dann durchgemacht? Ja. Besteht denn da so, ich sag es mal so, alltags in der Zeit zwischen, sagen wir mal, zwischen 3 und 6 Uhr morgens, besteht da ein Bedarf für sowas? Um die Uhrzeit, dann kommen dann so quasi die Männer, die dann morgens zur Arbeit müssen, haben dann die netten Morgenlatten auf Deutsch gesagt. Ach so, die Jungs, die dann, bevor sie zur Arbeit gehen, wollen noch schnell ein nettes, heißes genau. Gespräch dann führen. Genau. Ach oder so. Die Männer, die dann abends noch mal ins Bettchen huschten, die fingen dann an zu flüstern, weil die Frau genau neben dem Mann lag und geschlafen hat. Ja. Ja, und der Mann rief dann nochmal an und war dann am Flüstern, ja, hallo, ich bin's. Ach, das ist ja abgefallen. Er lag neben seiner Frau? Ja. Und machte mit ihr Telefonsex quasi? Ja. Und die Frau schlief? Ja. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Ja. Wie viele Stunden so pro Nacht warst du dann auf Sendung, kann man sagen? Also, ja, so circa meistens so von 22 Uhr, 23 Uhr bis morgens um 6. Halb. Boah, das ist aber wirklich lang. Und warst dann auch mehr oder weniger nonstop beschäftigt oder gab es zwischendurch dann auch mal 10, 15, 20 Minuten Pause? Die gab es auch, ne? Also in der Woche eher als am Wochenende. Am Wochenende, da ging es dann immer meistens Knall auf Hals. Ist klar, ja. Was verdient man denn da, sagen wir mal so pro Nacht, so eine Nachtschicht? So. Die meisten Leute denken immer, dass die Mädels, die das machen, so viel Kohle verdienen. Ist das so viel Kohle? Wie viel verdient man pro Nacht? Also ich habe die Feststellung gemacht, zu D-Mark-Zeiten, wo es die 0190er-Nummer noch gab, da lief es besser als jetzt, wo Euro- und 0900-Nummern noch. Mhm. Also zu den 0190er-Nummern, zu der Zeit, wo ich da angefangen habe, so 99, 2000, ja. Da lief so gut, dass ich dann wirklich mal locker nebenbei, ich habe Sozialhilfe bezogen, ja. Habe das allerdings schwarz gemacht nebenbei und dann bin ich dann mal locker so mit 1400, 1600 Mark nochmal zusätzlich rausgegangen. Im Monat? Im Monat. Im Monat. Mhm. Wenn ich ein bisschen fauler war, dann halt nur 800 Mark, aber es war eine Stange Geld, ne? Das ist natürlich nicht die feine Sache, das schwarz zu machen. Das heißt, das. Nee, ich bin auch aufgeflogen und ich musste dann eine Selbstanzeige machen. Ja, das ist. Aber das ist ja. Gut, das war der bittere Beigeschmack, mhm. Aber letztendlich. Es war interessant. Das Schlimmste war, fand ich aber nur, wenn sich dann irgendwelche jüngeren Männer, sag ich mal, gerade erste eigene Wohnung, erster eigene Telefonanschluss, alleine Single und waren der Meinung, die müssten sich in meine Stimme verlieben und riefen dann an wie die Verrückten. Und ach so, es gab dann richtige Dramen, dass die nicht nur Sex von dir wollten, sondern sich wirklich in dich verknallt haben. Ja. Und das dann quasi ein privates, also von deren Seite aus ein ganz privates Gespräch werden sollte. Auf Deutsch gesagt, ich habe auch einige Existenzen halt vernichtet dann, ne? Weil du so lange mit denen telefoniert hast? Weil da wurde es nach 16 Minuten nicht getrennt, wie es heute ist. Die konnten dann mal so locker 4 Stunden am Stück durchtelefonieren für 3,63 Mark die Minute. Mhm. Und das war dir zu der Zeit ja auch klar. Das war mir klar und in dem Moment war es mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe den Standpunkt gehabt, die wissen, wo sie anrufen. Die wissen, was es kostet und wenn sie so doof sind, anzurufen, dann bitteschön. Mhm. Heute ist es so, dass es nach 16 Minuten automatisch sich trennt. Ja, aber im Endeffekt ist es auch im Muck, weil wer will, der ruft wieder an. Der ruft wieder an. Ja. Ne? Nochmal gefragt, war dir das damals wirklich zu der Zeit schon so klar, dass du da manche in den Ruin treibst oder ist es dir hinterher erst so bewusst geworden? Mir ist es zwischendurch bewusst geworden, wo sich dann ein Kunde wieder gemeldet hat aus der Telefonzelle. Mhm. Und mir dann Knall auf Fall gesagt hat, dass er mal so eben locker in fast 1,5 Monaten 16.000 Mark telefoniert hat. Das ist natürlich eine. Ich hatte da einen Kunden zum Beispiel, der war gerade 21, erste eigene Wohnung, Berufsfeuerwehrmann gewesen und der rief dann an, auf Teufel komm raus und wann können wir uns denn treffen? Und ich war verpflichtet, von der Agentur her immer Ausreden zu finden, den auf Deutsch gesagt hinzuhalten, warum es gerade nicht geht. Das ist natürlich ja, erzähl erstmal fertig. Naja, und der rief immer wieder an, bis es halt im Endeffekt nicht mehr geht. Und es war von der Agentur schon so eingebläut worden, dass es hieß, naja, länger wie Monat habt ihr diese Stammkunden sowieso nicht, dann gibt's die Rechnung, dann ist Ende Gelände. Das ist natürlich eine linke Tour, die Leute so bei der Stange zu halten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die Leute auch selbst schuld, wenn sie das mit sich machen lassen. Und sie rufen ja freiwillig bei euch, bei den Anbietern an. Und wissen Bescheid, was das kostet. Das ist richtig. Ne? Also so. Ich meine, in der Hinsicht, ich meine, für mich war es ein Job. Ich habe es als Job gesehen, wie jeder andere auch. Andere gehen, was weiß ich, in Nachtschicht und irgendwo in der Fabrik. Ich war zu Hause für meine Kinder oder ja, für mein Kind. Ja.
Und ich habe nachts halt das gemacht. In der Hinsicht habe ich ein Doppelleben geführt, habe... Du hast du gerade gesagt, dass du auch mal eine Pause zwischendurch brauchtest. Ja, weil ich nicht mehr konnte. Aufgrund der nächtlichen Belastung und aufgrund der seelischen Belastung, die damit verbunden war, immer diese Sachen da sich immer und immer wieder vorzustellen und mit den Männern durchzuspielen. Sowohl als auch. Ich meine, muss ja so vorstellen, es rufen ja nicht nur welche an, die jetzt Telefonsex wollen. Es rufen welche an, die alleine sind. Es rufen auch Leute an, die genauso wie bei dir anrufen, die irgendwelche Probleme haben. Ich hatte einen Kunden, also es gibt eigentlich mehrere Kunden, an die ich mich heute noch sehr gut erinnern kann. Und der eine zum Beispiel, der war drogenabhängig, hat einen Entzug gemacht mit seiner Freundin. Seine Freundin hat ihn verlassen und er hat dann halt gespielt, wieder sich einen Schuss zu setzen. Und das ist natürlich dann eine psychische Belastung für mich, wenn ich den dann versuchen muss, in so einem Gespräch, wo ich weiß, ich zocke ihn auch noch zusätzlich ab. Ja, furchtbar. Furchtbar. Ja, furchtbar. Und ich muss ihn aber irgendwie versuchen, davon abzubringen. Ja. Und das via Telefon. Ich durfte ihn nicht zurückrufen. Ich durfte keine Telefonnummern annehmen. Private Kontakte waren total tabu. Und die hatten dann immer irgendwelche Spione, Spitzel, so Testanrufer. Also wenn ich dann an Testanrufer gelangt wäre, dann wäre ich weg gewesen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das eine extreme Minderheit war, dass Leute sich bei dir gemeldet haben, ausschließlich mit seelischen Problemen. Ja, aber es kam auch vor, also es kam nicht viel vor, aber auch nicht gerade wenig. Ne? Ich überlege gerade, wie merkwürdig, welche Motivation dahinter steckt, wenn man in einer seelischen Konfliktsituation ist, dann bei einer Sex-Hotline anzurufen und mit der Frau nicht über Sex zu reden, sondern über irgendwas ganz Ernstes, was das Leben betrifft. Wie merkwürdig, ja. Wie merkwürdig. Das ganz schlimm fand ich immer, wenn welche angerufen, die jetzt wirklich so pädophile Neigung hatten und sowas. Also das war dann ganz, ganz schlimm. Kam das oft vor? Also ich würde mal sagen, so einen Monat hatte man immer mal so einen dazwischen. Ja. Wie hast du dann darauf reagiert? Also ich habe bei mehreren Agenturen gearbeitet und bei der letzten, wo ich dann gearbeitet habe, da war das ganz gut geregelt. Man sollte, also wir waren verpflichtet oder sollten zumindest versuchen, irgendwelche Telefonnummern oder sowas rauszukitzeln von den Kunden. Sollten aber nicht irgendwie drauf eingehen auf das Thema, dass wir interessiert sind, etc. Und dann mussten wir das der Agentur weitergeben und die haben das dann halt weiter verfolgt. Ne? Ah, ja. Dass solche Leute auch dort keine Chance haben, irgendwie sowas zu schreiben. Oder stelle ich mir aber auch sehr belastend vor für dich jetzt. Du bist Mutter, du hast mehrere Kinder, sagst du? Zwei. Ja, und wenn du mit dieser Thematik dann konfrontiert bist, ist das wahrscheinlich mehr als ekelhaft. Innerlich hättest du zerplatzen können, innerlich wärst du gerne durchs Telefon gesprungen, hättest du geschüttelt und sonst was gemacht, aber auf der anderen Seite musstest du ruhig und gelassen bleiben. Abgesehen von dieser Thematik, wo waren noch die Grenzen, wo du gesagt hast, das mache ich nicht, Schluss aus? So der Fetischbereich, der ist auch nicht so mein Ding gewesen, so Domina, Fetisch und so diese ganze SM-Schiene, weil das war ein Thema am Telefon recht schwierig für mich. Ja. Ich meine, ich könnte es mir live nicht vorstellen und am Telefon auch nicht. Aber da gibt es doch wahrscheinlich spezielle Anbieterinnen, die das dann auch am Telefon bedienen. Ja, wir hatten ja auch Schulungen dafür. Die hatten Schulungen dafür. Ja. Es gab extra sogar Flirt- und Erotik-Schulungen, wo wir Frauen geschult wurden, wie man die Männer noch besser hinhalten kann, wie man die noch irgendwie abhängiger machen kann, in Anführungsstrichen. Und im Endeffekt sind solche Nummern nur das Letzte. Heute würde ich es nie wieder tun. Also dein Urteil ist heute ganz, ganz klar. Du würdest in diesen Job nicht mehr reingehen? Nein, auf gar keinen Fall. Also lieber gehe ich irgendwo, auf Deutsch gesagt, Toiletten putzen. Ja. Könntest du das in so einem Satz zusammenfassen? Ich würde da nie wieder reingehen, weil? Heute weiß ich, ich zocke die Leute ab. Also heute plagt dich dann doch schon das Gewissen, selbst wenn die das freiwillig machen, plagt dich das Gewissen, dass das alles nicht mit redlichen Dingen zugeht. Es ist halt kein normales Angebot, sondern es ist schon eine Trickserei, wie man Leute heranholt. Und letztendlich schadet man diesen Menschen, die vielleicht das nicht so überblicken können, enorm. Ich meine, wenn du weißt, dir sagt ein Kunde, er ist Hartz IV, hat nicht viel zu leben und das vertelefoniert gerade mal 5 Stunden quasi die ganze Kohle mit dir. Ich meine, der zahlt da von seinem Hartz IV vielleicht ein paar Monate ab, bis er das rein abbezahlt hat. Ja, ne? Ja. So, und dafür 5 Stunden quatschen nur, das ist Hammer. Ja. Wie viele Jahre bist du jetzt raus? Anderthalb Jahre. Anderthalb. Und was machst du jetzt im Moment beruflich? Im Moment gar nichts. Gar nichts. Deswegen kann ich mir das jetzt vielleicht, also sehr gut
ich kann es sehr gut nachvollziehen, wie es wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel männlich wäre und würde auf solchen Nummern anrufen, einsam, allein, und fall auf irgendeine Stimme rein. Genau, nochmal auf die Stimme zurückzukommen. Du hast schon gemerkt, dass deine Stimme dein Kapital ist. Natürlich auch die Inhalte, die du da erzählt hast, aber die Stimme auch. Mit der Stimme konntest du schon spielen und die Jungs heiß machen. Ja, sicher. Es ging ja auch so, wir haben ja die Ansagen gekriegt. Wenn jetzt, was weiß ich, der Fred wollte eine Frau haben, dunkle Haare, um die 60, dann musste ich das spielen. Ach so, du kannst eine Frau, dunkle Haare, um die 60 spielen? Mach mal. Dann wurde der Kopf ein bisschen nach unten gelegt, dann hörte sich die Stimme gleich wieder ein bisschen tiefer an. Und wenn ich dann... Ich möchte eine junge Frau, Anfang 20, schlank, gut gebaut, Blondine. Hallo, hier ist die Nathalie. Na, wo kommst du denn her? Das ist ja verrückt. Und so genau in der Stimmlage könntest du dann auch weitermachen. Könnte ich auch weitermachen. Dann so, ich bin noch ein Test. Ich bin ein Typ, der steht auf herbe Frauenstimmen. So, sagen wir mal, du bist eine Frau, Mitte 30, stehst im Leben gut erfahren und die Stimme ein bisschen rauer, ein bisschen, ja, so ein bisschen verraucht und ein bisschen vulgär. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Gisela. Na du, wie geht's dir? Ja. Das ist ja verrückt. Da könntest du ja schon irgendwie dein Geld irgendwo als Synchronsprecherin verdienen. Wenn jetzt noch ein bisschen schauspielerisches Talent, aber das wirst du ja auch haben, dazu kommt, könntest du das ja vielleicht... Ja, es gab unwahrscheinlich viele Tricks, da wurdest du so unwahrscheinlich drauf geschult. Es war genauso, wenn sie dann hören wollten, ob man dann so untenrum feucht ist oder auch nicht. Da gab es alles Tricks für. Da hat man sich mal in die Wange gekniffen und dann so ein bisschen hin und her gewackelt und dann war das Geräusch da. Ja klar, da kann man natürlich die ganzen Geräusche irgendwie simulieren, aber das mit der Stimme fand ich jetzt gerade schon beeindruckend. Und das ist nie aufgeflogen. Die haben das immer dann auch dir abgenommen. Die haben alles geschluckt. Alles. Da war nie einer, der gesagt hat, pass mal auf mich, verstell dich mal nicht, sei mal so, wie du bist. Keiner. Würdest du sagen, dass das Männer aller Bildungsschichten auch sind, die da anrufen? Ich hatte vom Polizisten, Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher, alles. Bis hin zum Hartz-IV-Empfänger, alles dabei. Und vom Alter her eher so mittleres und älteres Alter? Ab 18, ich meine, gut, manchmal haben auch Jüngere versucht anzurufen. Aber 18, 20 so auch schon? 18, 20 und ganz schlimm war es dann, wenn welche 18 waren, wollten dann eine 50-Jährige haben, ne? Hast du das mitgemacht? Jein, ja, aber ich habe dann halt absichtlich auch teilweise mich etwas blöd angestellt, weil... Ja. Diese Gespräche lagen mir nicht, ich hatte da eine Abneigung gegen. Ja. Genauso, wenn sie dann so Gespräche angeboten haben, was weiß ich, zwei Mutter-Tochter-Gespräche wurden angeboten. Dann hieß es Mutter-Tochter nie zusammen, getrennt, aber es lag mir nicht. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, ich würde es nie machen. Liebe Claudia, uns läuft die Zeit weg. Ich finde das sehr, sehr interessant, mit dir zu reden. Also, ich wünsche dir jetzt, dass du den Job findest demnächst, den du haben möchtest und dass es dir gut geht. Jo. Und bedanke mich für die ausführlichen Erzählungen aus deiner Vergangenheit als Telefonsexerin. Okay. Alles Gute. Gut, tschüss. Auch, ne? Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute. Meine Stimme fällt auf. Und jetzt bin ich verbunden mit der Hanna. Und Hanna ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Domian. Das klingt jetzt aber auch nicht echt, oder? Wie klingt nicht? Ich bin etwas irritiert, weil hier steht, normalerweise steht auf meinem Computer immer der Name und das Alter. So steht bei dir hier auch Hanna, aber Hanna steht in Anführungszeichen. Da bin ich jetzt ein bisschen verunsichert. Und das klingt mir so ein bisschen doch wie auch Hotline, oder? Wie professionell meinst du? Ja. Naja, meine Stimme ist mein Kapital. Das Thema ist ja, meine Stimme fällt auf. Ja. Und meine Stimme, denke ich mal, fällt schon auf. Ja, würde ich auch sagen. Wo fällt die Stimme am meisten auf? Was machst du mit deiner Stimme? Und telefonieren, mit Menschen kommunizieren. Mit welchen Menschen? Synchronisieren. Ach so, du synchronisierst. Ja, genau. Wen synchronisierst du? Unter anderem Frauen natürlich. Frauen? In welchen Filmen? Erotikfilmen, in härteren Filmen natürlich. Ich hab's mir fast gedacht. Das natürlich, ist jetzt das nicht so. Glaube ich auch. Das war jetzt nicht so Arthouse oder der anspruchsvolle deutsche Spielfilm, sondern das ist der Erotikfilm. Also du synchronisierst Pornos. Ja, habe ich schon gemacht, natürlich. Ja. Und Werbesendungen natürlich. Und Werbesendungen. Mhm. Also diese mit erotischen Inhalten.
Mit Erotik, die Spots, die man nachts immer so im Fernsehen sieht. Genau, so ist das. Zum Beispiel auch rufen Sie diese Nummer an und... Ja, wähle die XYZ. Ich möchte jetzt keine Nummer nennen, keine Werbung machen. Ist schon klar. Ist das dein Hauptjob? Ja, das ist mein Kapital und das ist auch meine Einnahmequelle Nummer 1 seit schon 11 Jahren. Seit 11 Jahren schon? Beziehungsweise ja, 10. Also mit 18, im zarten Alter von 18? Mit 18 den ersten Porno synchronisiert. Wie hast du gemerkt? Wie hast du das gemerkt, dass deine Stimme geeignet ist für so etwas? Ja, sie kommt einfach an bei Männern und bei männlichen Gesprächspartnern, wenn man irgendeine Behörde anrufen muss oder mit Freunden kommuniziert. Die sagen, mach das doch einfach mal. Ja. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Ach, wenn du jetzt beim Finanzamt anrufst und hast ein Problem, redest du dann auch so? Nein, dann rede ich nicht so. Wie redest du beim Finanzamt? Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Domian. Hier ist ein Mann natürlich. Nein, das ist ja verrückt. Ehrlich? Natürlich, ich grüße dich ganz lieb und... Das ist ja absolut irre. Du bist ein Kerl. Ja, ich bin ein Kerl und das Alter stimmt. Die Hanna haben wir natürlich als Pseudonym. Daher auch die Anführungszeichen. Ja, die hat natürlich ein bisschen, die hat schon einen kleinen Wink gegeben. Weißt du, dass ich jetzt, ich habe wirklich gedacht, das ist eine Frau, die zwar ihre Stimme so ein bisschen übertrieben einsetzt, aber es ist eine Frau. Natürlich. Aber du bist ein Mann. Das ist der Zweck der Sache, natürlich. Ich habe ja auch so eigentlich eine ganz feminine Stimme, wenn ich ganz normal spreche. Ja, das stimmt. Das ist gerade nicht so die ganz tiefe Männerstimme. Nein, das ist nicht. Natürlich könnte ich keinen, weiß ich nicht. So bestimmt dir das gerade auch nicht mit dem Pornos, ne? Mit dem Synchronisieren. Das stimmt doch, das stimmt. Alles, was ich dir jetzt gesagt habe, ist wahr. Meine Stimme ist mein Kapital. Dann gehst du als Mann in so ein Synchronstudio, wo Pornos synchronisiert werden und du sprichst eine Frau. Aber selbstverständlich. Ist das abgefahren? Wieso nehmen die keine Frauen? Weil du es noch besser kannst, oder wie? Ja, es gibt Stimmen, die werden einfach gesucht. Ich kann meine Stimme natürlich auch anpassen. Dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel so spreche, ich kann jetzt auch ein bisschen älter klingen, nicht so gerade so piepsig, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Also ich kann auch mit meiner Stimme sehr, sehr gut spielen. Und ja, ich setze das natürlich auch noch gezielt ein auf Flirt- und Erotik-Lines. Ja, stimmt das Alter denn, 28? Das 28er Alter stimmt. Das stimmt. Nee, ich dachte, ich bin ja 56 oder so. Ja. Dann wäre ich völlig von Socken. Nein. Und mit 18 Jahren, das stimmt auch, dass du damit das angefangen hast. Alles korrekt. Ja. Außer der Name natürlich, ist schon den klar. Möchte ich auch jetzt nicht nennen. Also dahinter steckt ja schon auch ein Talent. Natürlich. Das du hast. Sie möchte ich auch klar hier hervorheben. Also es gibt viele Menschen, die mit Stimmen Geld verdienen, unter anderem auch unser Domian hier im Studio. Natürlich. Und auch das war mein Ziel. Ich wollte selbst Moderator werden. Mhm. Als Mann natürlich. Und habe aber die journalistische Ausbildung damals nicht gehabt, also habe ich nicht studiert und habe dann halt die Position nicht bekommen in dem Sinne. Habe nachrangig dann natürlich noch Angebote bekommen, in Studios zu arbeiten, zu synchronisieren oder ähnliches und bin durch Zufall durch einen Kunden von mir, einen Klient, wie man es auch nennen mag, darauf aufmerksam geworden und eingeladen in ein Studio für Pornos und Erotikfilme. Was war das für ein Kunde? Das war ein ganz normaler Kunde, der eigentlich auf Stimmenfang war. Ja. Das gibt es sehr häufig auf Lines. Die suchen dann erotische Stimmen, die zum Beispiel Werbung synchronisieren. Achso, du hast zu der Zeit auf einer Line gearbeitet. Ja, nein, ich habe nicht als... Also es gab früher die 0800er Nummern, die kostenlosen, wo Girls rufen gratis an, gibt es heute auch noch teilweise. Ja, und da habe ich angerufen, habe den Computer überlistet, natürlich mit meiner Frauenstimme, der hat mich akzeptiert. Und dann konnte ich halt aus Spaß mit Männern als Frau sprechen. Und so hat das man war eigentlich der Einstieg, damit habe ich noch kein Geld verdient. Aber man hat dich so entdeckt. Genau, und so wurde ich eigentlich, ich wurde eigentlich entdeckt von einem Kunden. Ja. Und der war auf der Suche nach angenehmen Stimmen. Und so bin ich in das Business eigentlich reingerutscht im wahrsten Sinne. Und das ist jetzt, könnte ich mir vorstellen, ein Geschäft, wo man auch gut von leben kann. Also von dem Geschäft kann man sehr, sehr gut leben. Ja. Und ich möchte meiner Vorrednerin eigentlich ein bisschen widersprechen. Das nenne ich immer Nestbeschmutzerin. Ich finde es verwerflich, wenn Menschen Geld verdient haben mit einer Sache und sie dann in den Trick ziehen möchten. Ich finde es eigentlich ganz legitim. Alle Menschen wissen durch die Preisangaben, was kostet. Ja. Und dass sie da auch gewisse Illusionen, dass die Dame, die im Fernsehen ist, natürlich nicht am Telefon sein kann. Ja. Und dennoch hat man natürlich, meldet sich vielleicht doch schon ein schlechtes Gewissen, wenn man sich darüber im Klaren wird, zu was man da auch mit beiträgt. Du hast natürlich recht, dass die das freiwillig machen, hast du völlig recht. Genau, aber ich kann aber auch verstehen. Ich auch nicht an, weil ich denke, ich könnte mit der Frau jetzt schlafen, als Mann gesehen. Mhm. Also die Fantasie wird angeregt. Mhm. Wir sind eigentlich Illusionisten, ob männlich, ob weiblich. Mhm. Wir verkaufen Illusionen, Träume, Fantasien. Das heißt, ich
trenne strikt und mache keine Versprechen, weder treffenartig noch beziehungstechnisch. Ja. Das ist wiederum verwerflich und dann kommen wir eigentlich in den Bereich, der eventuell zum schlechten Gewissen führen könnte. Aber du bist im Moment ausschließlich tätig in der Synchronisation. Oder arbeitest du auch auf einer Line? Sowohl als auch. Ach, sowohl als auch. Ich mache alles. So. Also das Rundum-Paket. So. Also man wird ja nicht stets und ständig gebucht, weißt du ja sicherlich auch. Du kriegst ja nicht jeden Tag einen Anruf, hier synchronisier mal das, synchronisier das. Ja. Also das ist schon, sind schon langfristige Projekte. Ja. Und ich verdiene mir in diesem Bereich eigentlich hauptsächlich mit Flirt- und Erotik-Lines. Natürlich nicht nur aktiv, ich bin selbst Unternehmer und beschäftige selbst solche Damen. Ach so, ist ja ganz. Aber das möchte ich in den Hintergrund stellen, ich möchte hier keine Werbung machen. Ja. Lass uns über die Synchronisation von Pornos reden. Ja. Geht einem das irgendwann nicht tierisch auf die Nerven, immer die gleichen albernen Sprüche zu sagen und stöhnen und sowas? Geht einem Schauspieler auf den Sack zu sagen, ich möchte dich töten? Naja, ein Schauspieler hat ja es immerhin mit einem Plot, mit einer Handlung zu tun, mit dramatischen Momenten, mit einer richtigen Geschichte und so weiter. Das ist ja da in der Regel nicht so. Das ist ja Larifari, was da gespielt wird. Das ist richtig, aber ich habe keine Hardcore-Pornos synchronisiert. Ach so. Also ich habe nicht ausschließlich gestöhnt, um Gottes Willen. Es ging auch durchaus um Text. Zwar hast du recht, das sind keine anspruchsvollen Texte wie Schiller, Goethe oder wie auch immer. Ja. Aber trotz alledem ist das schon ein anstrengender Job. Ich weiß nicht, du hast selbst schon synchronisiert, oder? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Noch nie? Nein. Oh, siehst du, schade. Es gibt trotz alledem ein Drehbuch, es gibt auch Handlungen, Betonung muss wertgelegt werden, Stimmproben und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach, wie man sich das alles vorstellt. Hatte ich das dann, oder reizt es sich denn nicht mit deiner Erfahrung und mit deinem Talent vielleicht dann auch eine Stufe eher so in anspruchsvollere Bereiche reinzugehen? Selbstverständlich, natürlich. Gab es da schon Versuche oder machst du sogar auch solche Dinge auch ein wenig ab und zu? Ja, ich würde sie machen, also jederzeit und gern, aber hat sich bis jetzt eigentlich noch nicht so ergeben, weil ich mich sicherlich auch nicht so danach geregt oder gekümmert habe darum. Hast du dir das alles selbst beigebracht oder gab es auch ein Stimmtraining, ein Sprechtraining? Nein, das gab es in dem Sinne professioneller Art und Weise natürlich nicht. Ja, also ein Autodidakt bist du. Autodidakt, ja. Natürlich, verbesserungswürdig ist jede Stimme, beziehungsweise auch die Betonung, Dialekte etc. pp. Ich weiß ja nicht, ob man heraushört, woher ich komme. Ich bin gebürtiger Sachse. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bemühe mich auch sehr. Gut wegtrainiert. Ja. Also die Stimme kann wirklich schon ein Kapital sein. Hier ist ja, meine Stimme fällt auf und ich habe gedacht, wenn meine Stimme nicht auffällt, welche dann? Du könntest natürlich auch Hörbücher machen oder sowas. Ja, ich würde alles synchronisieren. Also alles, was natürlich auch mir gefällt, sag ich mal. Da haben wir gerade am Anfang so ein bisschen gespielt, so mit Finanzamt und so. Setzt du diese Stimme wirklich auch manchmal so für private Dinge ein, Für Freundinnen setze ich sie sehr gerne ein. Wenn sie Schwierigkeiten haben, schlüpfe ich dann natürlich schon mal in eine Frau, weil ich weiß, wie ich mich auszudrücken habe, auch gegenüber Beamten und ähnlichen Stellen. Und dann ist das recht hilfreich. Manche Menschen können nicht kommunizieren. Es ist schwierig, mit Menschen, Leuten zu reden, Probleme zu lösen. Und wenn natürlich eine Freundin von mir Schwierigkeiten hat, bin ich dann natürlich gern bereit, natürlich mit ihrer Genehmigung, natürlich, in ihrem Namen und mit einer weiblichen Stimme diese Angelegenheit ordnungsgemäß. Also es gab schon mal durchaus einen Kontakt mit einer öffentlichen amtlichen Stelle, wo du als Frau gesprochen hast. Selbstverständlich, ja. Und nicht nur einmal. Und nicht nur. Und ist die Erfahrung wirklich so, dass man, wenn man eine Frau, also Mann ist gut, wenn eine Frauenstimme an der Leitung ist, dass die Türen sich leichter öffnen? Eine erotische Frauenstimme? Nein, das würde ich so pauschal nicht unterschreiben, nein, das würde ich nicht sagen. Also meine Stimme kommt eigentlich auch sehr gut an, wenn ich Schwierigkeiten persönlich habe, kann ich das auch mit einer sanften Art und Weise, ich habe eine recht sanfte Stimme, kriegt man auch vieles geregelt. Also es macht immer die Betonung und wie man jemandem gegenüber tritt. Ja. Wenn ich natürlich eine Reibeisenstimme habe und sehr aggressiv klinge, kann ich natürlich auch. Dann sperren sich natürlich auch die Ohren des Zuhörers. Du kannst auch die Reibeisenstimme machen? Ja, kann ich auch. Also wenn du jetzt mit einem, mach sie mal. Also du bist jetzt eine etwas aggressivere Frau oder ein Mann? Wie würdest du es sehen? Also ich bin ja nur noch Mann. Du bist noch Mann. Was spielen wir jetzt? Was für eine Reibeisenstimme spielen wir jetzt? Reibeisen brauchen wir ja nicht spielen. Das will kein Mensch. Das will kein Mensch. Das will niemand, So eine Stimme möchte keiner hören. Ja. Also Menschen stehen eigentlich, also wir sind ja alle auf Harmonie. Auch nicht auf in so SM-Spielchen? Domina, das können wir durchaus tun. Ah ja. Ist klar, ja. Ja. Aber da macht es die Betonung. Ja. Da macht sich die Tonlage, da macht es die Betonung. Hart sprechen. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, ich überlege mir immer, wenn ich Radio höre,
oder wenn ich auch telefoniere mit jemandem, wie sieht der Mensch das aus? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Darf ich jetzt mal fragen oder einfach mal ins Schwarze tippen? Jetzt bin ich mal wirklich ganz gespannt. Ja, also so wie das ist ja jetzt deine normale Stimme, wie wir jetzt gerade die letzte Zeit gesprochen haben. Ja. Würde ich jetzt sagen, also das ist ein hagerer, nicht zu großer junger Mann mit sehr kurz geschnittenen Haaren. Ja, hager und nicht unbedingt sehr groß. Woraus machst du das? Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich bist du... An Moderatoren, die du kennst? Nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich wiegst du 110 Kilo und bist 91 groß. Ich weiß nicht. Sag's, wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Das ist eigentlich ein Berufsgeheimnis. Zumindest möchte ich das jetzt hier nicht sagen. Ach so. Nein, also es hat schon noch... Na gut, ich sag's einfach. Sag's doch. Unter uns hier. Ich bin im Rollstuhl, ich habe keine Beine. Ich habe meine Stimme bewusst. Ja, jetzt guckst du ein bisschen ernster. Du sitzt echt im Rollstuhl? Ich sitze im Rollstuhl, habe keinerlei Beine. Und bin eigentlich auf meinen Kopf und meine Stimme angewiesen. Ach. Und deshalb auch, meine Stimme ist mein Kapital. Das erzählst du mir jetzt erst? Ja, dann warum? Das spielt ja auch keine Rolle. Es geht ja hier um die Stimme und nicht um meine Beine. Natürlich nicht, aber das finde ich ja nun noch interessanter. Ja, wirklich. Ja, dass du, das heißt da ja, dass, kommt auch der Hintergrund ein bisschen her. Dass du deine ganze Energie in deine Stimme reingesetzt hast, um damit dann auch Geld zu verdienen. Genau. Hast du von Geburt an keine Beine? Richtig. Von Geburt an keine. Ja. Genau. Ja, dann ist das aber wirklich sowas von zutreffend. Meine Stimme ist mein Kapital, ne? Dass eben. Ja. Und nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Ideen und ja, ich bin ja auch Unternehmer in dem Sinne. Ja. Und andere in meiner Situation legen natürlich die Hände in den Schoß. Ja. Und ja, ich spiele dann Hartz IV. Ja. Auch wenn ich mal für eine Line gearbeitet habe. Ja. Liebe Hanna, wie heißt du? Oder sagst du deinen richtigen Namen? Nein, den möchte ich nicht sagen. Kevin, nenn mich Kevin. Also lieber Kevin. Ich danke dir für die Offenheit. Das war wahrscheinlich etwas, was du nicht so oft erzählst. Nein, das erzähle ich nicht so oft. Ja. Also meine Freunde, die wissen das alle. Natürlich, ja klar, im engeren Vertrautenkreis. Die finden das auch ganz fantastisch. Also ich danke dir sehr herzlich und fand das sehr interessant und wünsche dir wirklich viel, viel Erfolg und vielleicht auch, dass du noch in die Richtungen kommst, die dich noch mehr herausfordern und dich reizen. Da danke ich dir erstmal. Für die Wünsche wünsche ich dir auch alles Gute. Dankeschön. Und vielleicht hören wir uns in 6 Jahren wieder. Wir haben uns schon mal gehört. Haben wir uns schon mal gehört? Ja, aber das ist ganz, ganz lange her. Das war ein anderes Thema. Das ist eine ganz andere Geschichte und über die unterhalten wir uns dann in 6 Jahren. Mein Lieber, alles Gute. Ich wünsche auch allen Damen, die hier Lines arbeiten, alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg. Maximale Minuten, sagt man. Sehr nett von dir. Alles Gute. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Und hier ist die Saskia. Und Saskia ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Saskia. Hallo. So, auch zu unserem Thema, meine Stimme fällt auf. Richtig, ja. Ja, wie manche schon sagen, oder beziehungsweise wie du es ja schon hörst, die hört sich ziemlich dunkel an mit 18. Ja, ich war gerade auch ein bisschen erstaunt. Die ist schon relativ tief, ja. Ja, das ist ja auch mein Problem. Also ich hatte mal einen Nasenbeinbruch gehabt. Ja. Und dadurch musste ich ja auch operiert werden, weil ich eine Nasenverkrümmung hatte. Mhm. Und dadurch haben die mir die Stimmbänder kaputt gemacht. Diese Operation liegt aber dann noch nicht so sehr lange zurück. Nee, ich habe die mit fast 17 gehabt. Also die liegt ja mal ein gutes Jahr zurück. Ja, genau. Und dabei hat man die Stimmbänder, bei einer Nasenoperation sind die Stimmbänder? Ja, weil die mussten anstatt Betäubung in die Hand, dieses Infusionszeug da, mussten die anstatt durch die Hand, sondern durch den Hals machen. Ach so. Damit der Hals betäubt ist, damit ich davon nichts merke. Ja, ja. Ja, und dadurch ist es passiert. Und gleich jetzt auch die Frage, die ich ganz am Anfang auch Eva Birgit gefragt habe. Gibt es da einen Prozess? Kunstfehler, Ärztefehler, Schmerzensgeld? Nee, noch gar nichts. Überlegst du dagegen, denn? Ich habe dagegen nichts unternommen. Hast nichts unternommen dagegen? Weil ich gedacht habe, da können die mir sowieso nicht helfen, bis ich dann meinen Freund kennengelernt habe. Und mein der? Mein Freund, der ist Rechtsanwalt. Ah ja. Er hat mir dann erklärt, ich hätte da eine Anzeige machen können. Ich hätte den Prozess auch gewonnen. Kannst du das denn nicht immer noch machen? Das ist doch mal gerade erst ein Jahr her. Er meinte, es verfällt nach einem halben bis dreiviertel Jahr. Ach, so schnell? Ja. Ich hätte eigentlich schneller reagieren müssen, aber es ist nicht passiert. Also der Freund ist Rechtsanwalt, gehe ich mal davon aus, dass der sich da sehr, sehr kundig gemacht hat, dass das auch stimmt.
Ja, dann kann ich jetzt nicht mehr nachverfolgen nach so einer Zeit, ob das wirklich daherkommt oder vielleicht andere Gründe hat oder so. Jetzt habe ich gerade mit dem Freund gesprochen. Richtig. Ach so, so ist das, ja. Ja, und wie war die Stimme denn? War die Stimme gravierend anders vorher? Gravierend, ja, sie war heller. Also viel heller. Das heißt, du warst so ein richtiges Mädchenhafte. Mädchenhafte. Du warst über dich auch erschreckt, als du dann die ersten Worte gesprochen hast? Ja, ich habe danach auch kein Wort mehr reden wollen eigentlich. Ja. Hast du dich ja mittlerweile damit arrangiert und nimmst das so an, wie es ist? Ja, jetzt mittlerweile, seitdem ich mit meinem Freund zusammen bin, schon, ja. Also ich hatte vorher, wo ich 17 geworden bin, hatte ich eine Internetbekanntschaft gehabt. Mhm. Und wir wollten uns eigentlich treffen, weil der war auch in meiner Nähe. Und dann hat er halt meine Stimme gehört und hat sich dann so erschrocken, dass er aufgelegt hat und gesagt hat, ich höre mich an wie 30. Ach. Ja, bis ich dann halt meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe. Und der fand das gut? Der fand das okay? Und wir hatten auch einen telefonischen Kontakt gehabt, weil ich hatte zu dem Zeit einen Freund gehabt und das war sein bester Freund. Mhm. Und er wollte mich halt kennenlernen, so wie halt beste Freunde die Freundin kennenlernen wollten und war so erschrocken, dass er am Anfang gesagt hat, ich höre mich an wie Bonnie Tyler. Ja, was ja durchaus auch ein Kompliment ist, also... Ja, schon, aber... Also ich will dir mal sagen, also die Stimme ist tief und rau und so, aber ich finde das eine durchaus angenehme Stimme, die du hast. Ja, danke schön. Ja, wirklich, also das ist jetzt nicht im Übermaß, dass ich jetzt völlig erschrocken bin, Mann, du klingst ja wirklich wie ein Mann oder so. Das ist nicht so. Du hast eine tiefe Frauenstimme und das hat ja auch wirklich seinen Reiz, finde ich. Ja, das hat er mir dann auch gesagt. Wir sitzen nämlich gerade schon neben mir und grinsen. Wie hat denn sonst so deine Umwelt, Freundin, Familie, Eltern, wie haben die reagiert? Wie sind die damit umgegangen? Meine Mutter nicht, die stand vor mir und hat mich ausgelacht. Ausgelacht? Ja, ich fand das in dem Moment selber witzig. Also die stand vor mir und die sagte mal, sag mal bitte was. Ja. Weil mein damaliger Freund hingegangen ist und hat gesagt, hör mal, deine Tochter hört sich an wie ein Mann. Ja. Und meine Mutter ist dann demnach halt ins Krankenhaus gekommen und manche so, red mal mit mir. Und dann habe ich mit der geredet und die war richtig so erschrocken, dass die anfangen musste zu lachen. Na, man hätte ja vielleicht in der Zeit auch nur denken können, das gibt sich wieder. Ja, oder? Das habe ich gedacht, aber meine Eltern nicht. Also ich habe es gedacht und ist jetzt zu spät. Mhm. Jetzt interessiert, ja. Es passiert auch ab und zu, dass sie mal tiefer geht, dass sie mal höher geht. Also das schwankt, als wenn ich einen Stimmenbruch hätte. Ach so, kann man das ja noch, könnte man das so mit einem Stimmtrainer, könnte man das noch irgendwie ein bisschen ja stabilisieren, deine Stimme, könnte man das noch trainieren, vielleicht ein bisschen höher sogar durch eigenes Training hinkriegen? So ein bisschen höher kriege ich das schon, aber nicht, ja. Wenn ich jetzt normal rede, ist die ja rauf, so wenn ich aber jetzt so ein bisschen höher rede, dann, ja, ich kann so, ja, fange ich an zu schwimmen wieder. Ach so, ja, ja. Ich bin gerade eben so ein Kloß und, Ja, ist es denn so, dass es schon, also dass man davon ausgehen kann, dass es so bleibt? Oder wird die Stimme sich jetzt, du bist ja erst 18 Jahre alt, wird die sich irgendwie doch noch im Laufe der nächsten, weiß ich jetzt mal, 10 Jahre nochmal verändern? Weißt du da etwas drüber? Also ich war beim Arzt und ich hatte geraucht. So, und da war die ja deutlich dunkler, die war ja noch schlimmer, die war ja noch tiefer. Ja. Der Arzt hat gesagt, wenn ich aufhören würde zu rauchen, könnte es passieren, dass es wieder normal wird, was ich aber sehr, sehr stark bezweifle. Ja, aber der Tipp, mit dem Rauchen aufzuhören, ist ja nicht der schlechteste. Ja, ich habe damit auch aufgehört. Ja, das ist schon ein guter, also guter ich Anfang. Ich habe jetzt ein halbes Jahr geschafft. Ja, Saskia, ich würde gerne noch, wo dein Freund da neben dir sitzt, frag ihn nochmal, er hört uns ja auch mit. Wenn man einen Prozess angestrebt hätte wegen dieser Sache, wie viel Schmerzensgeld wäre denn da so zu erwarten gewesen, würde mich interessieren. Kann er das so grob sagen? So grob aus dem Stehgreif jetzt weniger. Ja. Das kommt dann immer darauf an, wie sehr man darunter leidet. Dann müssen auch Gutachten gestellt werden. Ja. Das Problem ist jetzt einfach nur, dass man jetzt einfach nicht mehr nachweisen kann, ob es wirklich daher kommt oder vielleicht andere Gründe hat. Ja, so wie du es gerade gesagt hattest. Mhm. Ja. Da hätte man dann im Grunde sofort gegen vorgehen müssen und geht zu spät im Moment. Also da kann man jetzt keinen Betrag nennen, der da eventuell geflossen wäre. Also meiner besten Freundin ist es auch passiert, sie hatte so eine dunkle Stimme gehabt wegen der Operation. Auch?
Was hören wir mit den Operationen heute hier? Ja, sie hatte auch das Nasenbein, aber nicht mit dem Nasenbein, sondern sie hatte die diese Nasenbeute innen drin. Mhm. Und die waren zu groß und die mussten gekürzt werden. Die Nasenmuscheln, so. Ja. Die mussten gekürzt werden und dadurch ist es halt auch passiert. Und sie ist dann auch hingegangen, hat eine Anzeige gemacht und alles. Und die hat ein Schmerzensgeld von 1200 Euro gekriegt. Naja, das ist ja auch nicht so dolle. Naja, nicht, ja, kann man ja nicht. Wenn das jetzt 100.000 Euro gewesen wäre, dann wäre das was gewesen. Ja, hast du auch gesagt. Ja. Liebe Saskia, ich danke dir auch für deinen Anruf. Wie gesagt, ich finde deine Stimme gut. Also ich finde da gar nichts Schlechtes dran, im Gegenteil. Ja, danke. Grüß deinen Freund nochmal herzlich von mir und euch beiden alles Liebe. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist der Peter. Peter ist 39. Guten Morgen, Peter. Ja, morgen. Morgen. Meine Stimme ist so, ich habe also schon seit vielen Jahren immer wieder mal so Phasen, wo es immer wieder in Stimmenimitationen und Ähnliches reingeht. Du hast Phasen? Also ja, ich hab mal so eine Zeit, ganz früher, so mit 18, so vor 18 noch, war ich in einer evangelischen Gemeinde, da hatte ich dann öfters so auf Festen oder so irgendwie Auftritte gehabt, wo ich dann wirklich alles Mögliche durchparodiert habe und so. Und dann habe ich das, und das ergibt sich halt immer wieder mal, aber halt immer nur so im kleinen Amateurbereich, ne? Achso, und das hält bis heute, nun bist du 39, hält das vor und studierst du denn dir auch gezielt Leute ein oder fliegt dir das wirklich so zu? Nein, also so, ich merke halt einfach manchmal bei einer Stimme, da sind irgendwelche Charakteristika drin, ne? Ja. Und manchmal ist es auch so, dass in manchen Fällen war es so, dass ich über einen Imitator die Stimme gelernt habe. Ach, über einen anderen Imitator? Zum Beispiel, ja. Also zum Beispiel Inge Meisel habe ich durch Jörg Knörr gelernt. Der Inge Meisel hervorragend nachmachen kann. Ja, richtig. Ja, kannst du es auch? Also ich bin ja nicht die Mutter der Nation, nein, ich bin auch nicht die Großmutter der Nation, nein, ich bin die Urgroßmutter der Nation. Ja, unsere Inge. Wen kannst du denn noch so ganz gut nachmachen? Ja, also das ist wirklich eine unheimliche Menge. Deine Kollegen haben ja auch schon gefragt, aber es geht von Franz Beckenbauer, Boris Becker, das gibt viele Politiker, sagen wir vor allem aus den 80ern ist viel dabei. Weißt du, an wen ich gerade gedacht habe, als du Inge Meisel nachmachtest? Ja. Habe ich an Matthias Riechling gedacht. Ja, gut, wobei bei Matthias Riechling, da fällt mir jetzt ein, was mich im letzten Jahr sehr beschäftigt hat, da habe ich das öfters mal wieder gebracht, unser Edmund, ne? Ja. Weil das ist ja auch so, das ist mir so aufgefallen, da gab es ja dieses Thema mit dem, ja, ich bin ja ein Problembär, gefangen im Körper eines Ministerpräsidenten. Und ja. Ich habe ja meine Muschi gefragt, was sie von mir als Ehemann so hält. Und da hat sie gesagt, Edmund hat sie gesagt, wenn du mit meinem Bärchen genauso umgehst wie mit dem Bruno, dann lass ja. Also das war also diese Phase, als Stolper sich das kommt dann auch nur so phasenweise. Ja. Ich hatte zum Beispiel, oder witzigerweise sogar mal vor der Wende in der DDR, mit einem Kumpel, der konnte Willy Brandt. Und wir hatten dann so mitten in der Straßenbahn unter Leuten, die überhaupt nicht kannten, ein Zwiegespräch zwischen Brandt und Strauß gemacht. Und das ist aber schwer. Das ist aber schwer bestimmt, oder? Hm? Das ist schwer, oder? Ja, nee, also und vor allem das Lustige ist, dabei habe ich dann gemerkt, dass ich also sogar eben die Dialoge zwischen Promis hinkriege. Ach so, also wie? Also da hat mein Bekannter fing an, mein lieber Franz Josef Strauß, was ist für Sie eigentlich ein Linker? Ja, ich muss einfach sagen, wenn ich zum Kiechle sage, die Milch ist schwarz und er muss erst einmal nachdenken, bevor er ja sagt, dann ist es ein Linker. Und solche Dinge laufen da also, und das ging dann an, dass ich auch so die Dialoge dann langsam raufgekriegt habe. Und das machst du wirklich alles nur so aus Hobby, so nebenher, so für dich. Ja, ja. Und machst du es dann mal, bereitest es vor dann für Feierlichkeiten oder? Also, früher, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so, aber ich hatte zum Beispiel auch mal vor vielen Jahren einen riesen Erfolg, da habe ich sogar Sally Carr von Middle of the Road so gut hingekriegt, da war ich auch noch entsprechend zurecht gemacht, dass mir auf der Feier hinterher eine halbe Stunde lang Besoffener nachgelaufen ist. Erst als wir uns dann auf der Toilette wieder getroffen hatten und er gesehen hat, dass ich genauso pinkeln kann wie er, da hat er gesagt, der ist ja in dem Moment nüchtern geworden. Sag mal, was ist denn mit Angela Merkel? Ja, also eine meine Mumpel, Schorsch Buschstedt ist mein Kumpel. Und ich möchte mal sagen, mein lieber Herr Domian, also ich finde Ihre Sendung ja gut, aber irgendwie, es ist viel zu wenig Beitrag über mein Treffen mit dem Dalai Lama. Aber Angela Merkel sagt nicht ich. Ja, es ist... Nee, das sagt sie nicht.
da kommt bei mir immer so ein bisschen auch, das ist so, vermischt sich bei mir, weil ich auch viel früh, bevor das mit den Stimmen losging, habe ich erstmal angefangen mit Dialekten. Ach so, ah ja, ja. Weil ich also, das kommt doch von meinem Vater, der ist ein unheimlicher Fan von diesen alten Sachen, so Comedy, Unterhaltung und so. Peter Frankenfeld zum Beispiel. Peter Frankenfeld, den kenne ich nun auch noch, viele ältere Zuschauer auch. Ja, und Peter Frankenfeld ist derjenige, von dem ich eigentlich den Antrieb gekriegt habe, noch Ostpreußisch zu lernen. Ja, ja. Und du kannst Ostpreußisch noch. Ja, ja, also ich habe dann Peter Frankenfeld öfters zugehört, da hatte ich mal irgendwo in der Bibliothek so ein Wörterbuch gefunden, so schabberten wir zu Hus, und da habe ich das durchgelesen und da habe ich mir so ein bisschen das Ostpreußische angeeignet. Sag mal ein bisschen was auf Ostpreußisch. Das ist jetzt relativ, also es ist gar nicht mehr so einfach, weil das habe ich auch nicht so geübt. Ja. Ich mache aber viele andere Dialekte, zum Beispiel auch, wir hatten damals, als ich in der Kirche da öfters war, war eine Frau in der Gemeinde, eine gebürtige Schwäbin, und da habe ich mal auf einer Bühne einen Schwaben nachgemacht und die hat dann zu mir gesagt, Heiligsblechle, ich meine, ich bin daheim. Mit diesem Ostpreußischen, das ist ja so eine Sache. Das ist ja eine aussterbende, eine ausgestorbene Sprache. Ja. Und die Menschen, die... Es gibt halt noch Unterschiede zwischen dem Danziger und dem Elbinger und dem Königsberger. Ja, das sind die ganzen Feinheiten dann. Ja, ja. Oder genauso auch, wie ich zum Beispiel festgestellt habe, viele, vor allem diese Hanna, ja, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel da einen leicht sächsischen Akzent noch rausgehört. Ja, so ganz leicht, aber erst als man es wusste. Ja, aber ich denke zum Beispiel auch im Allgemeinen, es fällt zum Beispiel vielen Westdeutschen schwer, einen Thüringer vom Sachsen zu unterscheiden. Stimmt, hast du recht. Und, was zum Beispiel auch interessant ist, manchmal merke ich, also bei manchen Leuten aus Sachsen, kann ich sogar zwischen dem Dresden und dem Leipziger unterscheiden, aber das ist dann schon... Also, ich vermute ja fast, dass an dir, was machst du vom Beruf? Momentan gar nichts. Und was hast du früher gemacht oder gelernt? Also ich habe einfach immer nur so Hilfsarbeiterjobs gehabt. Also ein Entertainer ist an dir verloren gegangen. Ja, das höre ich schon, wie du so redest. Und du könntest doch wahrscheinlich ein ganzes Bühnenprogramm bestreiten, wenn das richtig professionell einstudiert würde. Ja, ich habe auch immer wieder mal so allgemein in Richtung Kabarett gedacht. Ja. Also das ist bei mir immer so, ich bin dann so irgendwo... Ja, dann letztendlich dann den Schritt nach draußen und dann vor allem so mit Management und so, da habe ich die Kontakte nicht und also auch diesen letzten Antrieb, das fehlt mir so ein bisschen. Ich bin eher so, ich habe momentan auch eher so was im Hinterkopf, was ich machen möchte im Comic-Bereich, also wo ich nicht als mit meiner Person in die Öffentlichkeit trete, sondern mit das, was ich mache. Lieber Peter, auch interessant mit dir gesprochen zu haben. Und ich wünsche dir, dass du das schaffst, was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch sehr schwierig, in diesem Metier Fuß zu fassen. Aber ja, mit viel Arbeit und das Talent hast du. Ja, und ich denke halt einfach, wenn ich mir was vornehme, ich bin auch so ein Sturkopf. Ja. Ich lasse mich da nicht abbringen. Dann schaffst du das auch. Also toi, 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 alles Gute. Ja, alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Tobias. Tobias ist 18. Den haben wir jetzt noch. Hallo, Tobias. Hallo. Ja. Ja, also mein Problem ist halt genau das Umgekehrte, was das Mädchen vorher hatte. Also, dass meine Stimme für einen Jugendlichen also relativ hoch ist. Relativ hoch ist, ja. Ja. Das ist aber so immer schon gewesen, nicht durch eine Operation oder durch eine Krankheit. Nee, also das ist schon immer so. Ja, und auch nach dem Stimmbruch, gab es denn so einen richtigen klassischen Stimmbruch bei dir? Oder ist das alles so allmählich? Ja. Doch, eigentlich schon, aber da muss die Stimme ja vorher schon relativ hoch gewesen sein. Das meinte ich, ja. Wie reagiert denn so die Umwelt auf dich? Ja, so gerade bei Telefonanrufen werde ich halt schon oft für eine Frau gehalten. Ja, wenn ich dich hier sehen würde, siehst du denn sehr maskulin aus oder auch eher, ja, also vielleicht... Ganz normal. Ganz normal, ganz normal. Also, wie reagieren die Mädels auf dich? Ja, auch ganz normal. Auch ganz normal. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee, aber ich bin auch schwul, das ist das Problem. Ja, also dann muss ich fragen, wie die Männer auf dich reagieren. Nee, auch ganz normal. Würdest du denn sagen, dass das für dich ein großes Lebensproblem ist oder hast du dich damit jetzt auch schon so mehr oder weniger abgefunden? Nein, nicht abgefunden, also es stört mich schon. Ja, kann man aber nichts machen, ne? Oder kann man da irgendwas machen? Ja, höchstens irgendwie eine Operation an den Stimmbändern oder irgendwelche Hormone oder so, aber großartig auch nicht. Deswegen habe ich ja angerufen. Achso, du wolltest quasi hier die Frage stellen, was man machen kann oder was seriös. Ja, das ist natürlich die Frage, was kann man seriös machen? Mit Hormonen und so welchen, als Laie würde ich ja schon sagen, äußerst vorsichtig.
und operativ? Keine Ahnung. Ja, fragen wir mal gleich hier in die Runde, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer. Wer hat denn da vielleicht Erfahrungen oder weiß aus dem medizinischen Bereich auch Bescheid? Was kann man machen, wenn man als Mann eine zu hohe Stimme hat? Kann man die medizinisch irgendwie etwas runtersetzen? Ich glaube nicht, weil ich habe schon mit sehr vielen transsexuellen Menschen gesprochen, das ist da manchmal ja auch ein Problem. Dennoch frage ich, wenn jemand eine Idee hat, meldet euch doch bitte bei uns und wir reichen das dann an den Tobias weiter. Sollen wir so machen, Tobias? Ja, das wäre schön. Vielleicht kommt ja doch irgendwie ein interessanter oder kluger Ratschlag und den kriegst du dann sofort. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, ich dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Gunnel Blendin. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio, 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.